Hallo und guten Tag, hat er gesagt. Wir wollen in der Nacht, zwar in der gruseligen, gruseligen Nacht, trotzdem zum Krankenhaus und da mal ein bisschen Radau machen, ne? Beziehungsweise da mal ein bisschen gucken. Ey, wir haben ja voll viele. Ach so, weil die übereinander gestapelt sind. Jetzt verstehe ich den. Der Dietrich hierbei. Den Klauenhammer. Ich packe den mal hier unten rein. Ich hoffe, ich kann mich dran erinnern. So, Zement und sowas. Was bräuchten wir denn eigentlich, um das jetzt noch zu updaten? Ach ja. Richtigen Stahl. Da wollte ich ja mal gucken. Wir haben ja hier eine Aufbewahrung. Haben wir ja richtigen Stahl und 65 geschmiedetes Eisen. Und was brauche ich für die Tür? Da war ja nur... Was? Achso, reparieren müsste ich hier auch noch. Ja, das können wir ja mal, wenn wir kommen. Guck mal, hier haben wir ja ganz viel. Ich muss mal nochmal bei Stahl gucken. Tut mir leid. Ach, da brauchen wir ja ganz viel Lehm noch. Lehm haben wir hier recht gut. Aber wir kriegen nur 42 Stahl hin. Ja, weil Lehm eben wenig ist. Dann sollten wir mal... Ach, können wir ja nicht machen, weil uns ja der Schmelztiegel fehlt. Aber das ist ganz gut zu wissen. Den Schmelztiegel, dass wir den auch mal herstellen. So, machen wir Häuser oder machen wir Dings? Jetzt kriege ich hier... Das passt gerade gar nicht. Weil wir hatten ja die Häuser durch. Ich weiß jetzt nicht, ob ich noch so zwischendurch was mache. Ich glaube nicht. Gehen wir da hinten hin. Ziemlich gefährlich. Gehen wir hier nicht hinten hin. Aber wir hatten auch mal hier so ein Rad gefunden. Jetzt bringe ich mich wieder selber in Predouille. Wir schaffen natürlich auch alles diesen Tag, wenn wir hier durchgehen. Ach, hier war ich doch schon mal drin. Das erste Haus schon völlig durchgenommen. Das habe ich nicht mehr gewusst. Ja, dann gehen wir ins nächste Haus, ne? Im nächsten Haus war ja der. Der, böse, böse. Okay, mal hier. Gar nicht durchsucht. Ah, Lehm gefunden. Das ist gut. Wir brauchen ja ganz viel. Ja, und bei denen hier waren wir noch nicht so drinne. Aber da gehen wir jetzt rein. Okay, wir machen Planänderungen, ne? Wir nehmen erst uns das Haus hier richtig vor, ne? Nehmen wir uns alles, was wir brauchen. Und was wir hier so machen wollen. Irgendjemand läuft doch hier schön. Ach, da. Mäuschen, kommst du runter? Achso, bist du doch runter? Ach, die Treppe genommen. Ja, ich kann hier sehen mit der Treppe. Aber wir können ja auch ein bisschen Licht machen hier. Los, komm. Können wir den hinten da gleich mal ins Gesicht fassen. Und vielleicht auch ein bisschen vernaschen. Nee, den vernaschen wir. Der ist nicht hübsch. Den vernaschen wir nicht. Nee. Nee, nee, nee. Das ist bestimmt nämlich so ein kleiner Perversi-Schlumpf. Der, naja, nicht so die schönsten Sachen mit ein so macht. Oh, wenn wir das Rad kriegen, Jungs, Mädels, ey. Dann freue ich mich jetzt schon. Guck mal, wir haben da irgendwas gefunden, ne? Ist das ein Silberpokal oder was ist das? Bleitrophäe. Ja, nicht so doll. Ich dachte, wir finden jetzt hier zerstörte Werkbank. Die können wir noch auseinandernehmen. Wir sammeln erstmal ein und am Ende nehmen wir auseinander und chippen alles, ne? Das hört sich nach einem gauden Plan an. Und dann ist das nämlich auch alles ganz gut. So, hier sehe ich schon wieder was, was hier rumliegt. Und da, okay. Mäuschen, du schläfst da hinten, hey. Rennst du jetzt eigentlich runter, oder? Ne, interessiert dich ja nicht, ne? Du brennst zwar, aber... Interessiert dich jetzt nicht so doll, dass du brennst. Boah, nüscht in der Waschmaschine. Oh, wir haben Bodytop gekriegt. Hm. Ach, da auch noch. Gott. Warum kam der ihn denn so schnell gerannt? Da hab ich mich jetzt aber erschrocken. So, da müssen wir durch. Da gibt es einen Schatz oder so.
Was ist jetzt hier kaputt, Jan? Hier ist doch bestimmt irgendwo. Ah, guck mal da. Ihr seht es schon da oben. Da werden wir auf jeden Fall gleich mal nachgucken. Kaffee. Lecker. Man kann natürlich, indem man hier immer alles so durchgeht, ne, und die Häuser so besucht, zumindest solange man noch Häuser in der Nähe hat, kann man natürlich ja auf vieles verzichten, ne, hier zu looten oder zu farmen oder sowas, ne, weil man ja dadurch, das sieht mir aus wie eine Falle. Ja, sorry, ja, du kamst mir viel zu schnell entgegen. Da muss ich auch mal ein bisschen austeilen, ne? Muss ich mal den Harten markieren. So. Ist jetzt hier noch einer? Will hier erstmal gucken. Moin. Naja. Ah, jetzt wisst ihr auch, warum ihr so aktiv seid. Das ist ja noch nicht 4 Uhr. Neu. Naja, mal, mal gucken, ob hier mehr rumrennen, ne? Von den Schlawinas. Hallo? Gut. Muss man ja machen. Also die Topfpflanzen sind doch gar nicht so verkehrt, ne? Weil, da haben wir ja zumindest ein bisschen Blei drin und so. Kommt jetzt da noch einer? Hört sich so an. Weggebeamt. 4 Uhr. Wo bist du denn jetzt? Boah, geht mir auf den Sack so, ne? Statt mal anzukommen und mal zu fragen, ey, Sioni, kann ich dir was Gutes tun? Nö. Einfach nur nervig. So, Kaffeeautomat. Kaffee haben wir aber gut hier, ne? Ah, jetzt brauchen wir ja auch nicht mehr die übelste Beleuchtung. Wird dann langsam hell. 4 Uhr ist meistens immer schon richtig hell hier. So. Ein Gammelfleisch. Siehst du, ne, wie viel Pisswasser wir hier finden? Das ist schon Wahnsinn. Altes Waschbecken, der Herd. Kohle im Herd. Ja, kann man machen. Ist da noch irgendwas? Nö, da ist nichts drin. Die Stühle nehmen wir mal. Wir können ja ein bisschen mehr tragen, ne? Dadurch, dass wir ja jetzt ein Packesel-Skill haben. Läuft das ja ein bisschen hier so anders. Okay, aber ich bin trotzdem mal gespannt, was da oben noch wartet auf uns. Nee, nicht lustig. Einfach nicht lustig. Also wenn da einer ist, ich bin ja froh, dass ich mal keinen Schaden genommen habe von den Viechern. Weil das ist ein bisschen... Boah. Wisst ihr, da wollte ich auch mal gucken, ob der Händler Antibiotika hat oder so. Okay, wir machen erstmal hier die Seite, die offen steht. Hallo? Naja, da kommt es klar. Sorry. Sorry. Hallo? Da hinten könnte auch jemand drin sein.
Völlig auf Knacks, der Junge. Der wollte jetzt gar nicht, ne? Ich mag das nicht, ne? So einfach gar nicht beachtet zu werden oder so. Ist nicht so cool. So, wir haben hier ein bisschen Waffen. Oh, schön. Spitzen, Bürostuhl. Hier ist nichts drin. Hier haben wir Gepäck. Wäsche. Mhm. Na. Ich weiß nicht, ich glaube, denn irgendwann gehen wir mit den ganzen Klamotten und verkaufen die. Ich würde jetzt nicht immer alles zerledern, sondern dann wirklich, wenn es denn so gegeben ist, verkaufen. Ne? Aber vorzugsweise wirklich, wenn wir ein Fahrrad haben. Oh, hier ist ein Safe, das ist cool. Aber wir machen erstmal da hinten immer viel scheiß Klamotten wir finden. Hallo? Alter. Alter Schwede. Hau doch zu. Ich hab mir das Knie wehgetan. Erhol dich. Das kommt Ausdauer. Erhol dich. Ausdauer. Irgendjemand lebt doch hier noch. Ich hab mir das Knie gestoßen. Der Ausdauer ist manchmal echt nervig, ne? Da brauche ich echt mehr. Hey, Knacksi, ich bin hier. Vollidiot. So, jetzt ist hier erstmal Ruhe. Die können hier von überall runterfallen, ne? Okay. Ah, ich denke mal, hier unten ist jetzt erstmal ein bisschen schön. Wir schieben mal gleich. Ich muss auch. Bisschen gleich mal. Jetzt gucken, was wir hier zerlegen können, ne? Sonst macht es eben gar keinen Sinn. So, die Pflanzen können wir nichts mitmachen. Aber das können wir zum Beispiel essen. Da hätten wir wieder einen Platz mehr. Hier, Schmerzmittel. Gegen was? Schürfen? Schmerzmittel helfen dabei, wuchtige Schläge wegzustellen. Heilen die schnell ein bisschen. Aber machen durstig. Ja, das ist egal. Komm. Es tut nämlich echt weh. So, können wir das auch benutzen? Nee, zurzeit nicht. Das hier auch nicht, wahrscheinlich. Wunde brauche ich nicht nähen. Passt alles. Das hier zerlegen. Was haben wir noch? Oh, wir haben eine Spitzhacke Stufe 3. So, dann müssen wir hier aber die Ausrüstung. Nee. Verändern wollte ich machen und den Mod rausnehmen. Dann können wir den nämlich abschließen. Den nämlich tauschen. Was habe ich denn jetzt dafür rausgelegt? Also erstmal können wir das hier alles zerlegen. Das hier. Ah, wollte ich nicht. Klamotten wollte ich nicht. Sorry. So, und dann können wir den hier nämlich mit verändern und die Mod reinpacken. So. So, Klammermod. Let's do it. Findest du? Weil blutig jetzt? Ach nee, Durst habe ich, ne? Ah, ich habe nur einen Kaffee. Macht ein Kaffee denn? Klar, ein Kaffee macht immer. Das ist sogar heiß. Ein richtig geiler, heißer Kaffee. Super. Ach nee, die Pflanze konnten wir noch. Hier, viermal zerlegen. Kriege ich hier auch denn richtig geilen Stuff. So, dann lass mal gucken, was hier noch so schönes drinne ist. Natürlich immer in die Toiletten gucken, ne? Das wisst ihr, wie das geht. Bücherregal, bitte ein Rezept. Ach, jetzt kriegst du schon wieder Blätter, ey. Das ist echt. Was kriegen wir hier?
Wasser, Delos. Orinos? So. Draußen höre ich jemanden. Zum Glück haben wir Dietriche. Wir können da ordentlich was machen. Nee. Zum Glück haben wir Dietriche. Wieder zerbricht jetzt auch wieder. Zwei braucht man schon nur. Nee. Ja, jetzt habe ich keinen mehr. Fuck. Ich glaube, ich bin eh zu fett. Aber ich will nur den Rest haben, weil wir haben ja... Gut, wir haben den später. Du bist durstig. Schon wieder? Ich hab da Kaffee getrunken. Ist aber viel durstig. Ist hier oben einer? Och, deutsche Armee Munitionskasten. Ach, durchsuche, nicht deutsche. Ja, so, das habe ich mir selber geknackst, ey. Oh, hier noch eine verstärkte. Ey, den brauche ich ja so oder sowas, ne? Was haben wir hier Schönes? Oh, ein Beinmuskel. Schön, 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 schön. Ich weiß immer nicht, ob dahinter was liegt, deswegen. Ja, ein bisschen weghauen. Okay, cool. Ich würde aber gerne, wenn wir es schaffen, hier nach oben und mal gucken. Aha! Guck, einer guckt. Ein Nest. Also wenn ich schon wieder sehe, dass da unten 5000 Hunde sind, ne, macht mich das Ganze gar nicht glücklich. Da ist ja auch schon wieder einer. Ne, 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 ne. Das Gute ist, wir haben natürlich jetzt hier Munition gefunden. Aber guck mal, die stehen da einfach und freuen sich. Das kann der gar nicht wahrnehmen. Krass. Nervig. So, für dich habe ich die hier. Na ja, gut, dass wir Munition gefunden haben, ne? Ach, zu weit weg. Okay. Ich hab verstanden. Verstanden. Ah, nervig ist das schon. Aber wir haben da noch zwei richtig geile, super Kisten, die ich mir gerne auch angucken würde. Und wir haben hier noch zwei Hunde, mindestens, die irgendwie mir auch richtig auf den Sack gehen. Aber so wie man mich kennt, will ich auch natürlich hier den ganzen Köter Shit mitnehmen. Schade, dass die nicht gutes Fleisch haben. Also richtige Hunde wären mir lieber. Mal wirklich Retalk. Dreimal durchatmen. Aber man kann eben der, man hat eben auch, ja, ne? Man kann viele verlangen. Aber man kriegt eben wenig. So. Okay, ich nehme mal hier meine Feuerkeule.
Ich einfach mal denke, da. Ah, da sind noch zwei. Ja, das ist doof jetzt. Gutes Mädchen. Vielleicht ist der zweite auch dahin gekommen, man weiß es nicht. Statt die Hunde. Wer hätte die viel da hinten? War auch noch einer. Besonders, warum kommen denn noch sechs Köter jetzt hier auf einen? Ohne Waffe würde ich es ja nie schaffen. Also ohne Waffe gehe ich eh nicht mehr aus. Wisst ihr, wie ich meine, ne? Huffi. Ja, sag ich doch, da hinten ist nämlich auch noch einer. Ey, du Knaller. Scheiße jetzt immer. Mit den. Ja, muss. Sind ja auch Erfahrungspunkte, die ich kriege, ne? Das muss man ja auch mal dazu berechnen. Es geht ja echt da hinten hin. Und was selber. Okay. Immer trotzdem die Feuerkeule. Ich um meine Feuerkeule. Laufen hier entlang. Wenn wir mal so ein Beet bauen, wo bauen wir das denn hin? Eigentlich können wir da durch die Pfosten oder andere Straßenseite bauen. Ne? Oder einfach nur dran. So, ich muss mal gleich gucken, was gegen Schürfwunden hilft. Mal einfach so mein Interesse. Schürfwunden. Schrammen, blaue Flecke sind dann häufig in anderen, ne? Mit der Zeit Eigenschaften medizinisch gehen wie Aloe Vera Creme. Erste Hilfe verwenden oder Verbandskästen erhöhen die Heilungsgeschwindigkeit. Eine Aloe Vera Creme. Aloe Vera Creme. Och, guck mal, so viel haben wir. Nee, nicht nehmen. Benutzen. Spiel dich mal ein mit der Creme. Frauchen hatte mal gesagt, das ist gut. Gute Creme. So, weil wir hier ja die Rohre und sowas, ne, da können wir natürlich hier auch ein bisschen noch Dings reinmachen. Ja, nicht so viel. Aber. Und was wollte ich hier auch noch? Den Lehm. Ne, nicht den Lehm. Oh Gott. Das ist ja falsch. Wir wollten hier Messing und Blei. Also hier, da haben wir noch ein bisschen Rohr. Da haben wir das hier, können wir reinmachen. Blei hätten wir jetzt auch noch. Aber von den anderen Sachen jetzt nicht so viel. Und das hier ist ja eine Kartoffel. Panzerplatten, geballte Panzerplatten-Mod. Wenn ich jetzt hier mein Dings nehme und den Brustpanzer und jetzt hier verändere, dann kann ich den wirklich da reinmachen und habe noch zwei Werte mehr. Das ist aber gut, ey. Früher gab es das gar nicht, ne? So, Erste-Hilfe-Verband. Den kann ich jetzt nämlich auch mal nehmen. Dann geht es mir nämlich gleich besser. So, das hier alle rein. Erstmal wieder ein bisschen sortieren, ne? Hier die Mod rein. Noch eine Mod rein. Jetzt kommen hier die... Hier ist mal Waffe, Munition, Munition, Klamotten. Also mit den Klamotten ist wirklich, die würde ich eigentlich so beim Händler verkaufen. Ne? Wenn ich da gucke, ich kriege 8 Mäuse dafür. Ist das echt wenig, aber besser ein bisschen als gar nichts. Ist nun mal so. Kleinvieh macht auch Mist. Knochen, Kohle. Nee, das nicht. Fett auch nicht. Das hier, das hier, das hier, das hier. Und Fell. Und, nee, die nicht, oder? Die müssen wir ja hier bei Essen reinmachen. Das, das, das. Oh, viel zu viel dabei. Nicht das reinpacken, bitte. Und das hier. Das, das, das. Davon brauchen wir eigentlich nur zwei. Bam, rein, rein. Eisenfitze, Spitze, Fitze.
und den hier. Guti. Aber dennoch. Ach ja, hier. The Pisswater. Können wir auch mal reinmachen. Ein Bier. Wollen wir ein Bier trinken? Ich glaube nicht. Nicht um diese Uhrzeit. Wir haben es ja gerade mal. Weiß ich nicht mehr. Wie viel? Yucca-Saft. Was macht der nochmal? Ausgezeichnete Hydrierung. Ja, los, komm. Lass mal einen trinken. Ein Smoothie hätten wir auch noch. Und dann hier unser Spezialtee. Wo ist der? Da. So, dann können wir nämlich die Flaschen hier noch reinballern. Dann haben wir wieder 13 Stück. Dann ist das gut. Und dann glaube ich nämlich mal... Ach, nimm mal Brot mit. Einfach so, falls wir Hunger kriegen. Gut. Ich weiß jetzt nicht, wo dieser Kackköter hingerannt ist. Weil da wird er jetzt eklig wiederkommen. Damals die Juni lässt sie immer die Wohnungstür offen. Meistens. Da hinten ist er. Okay, lass den gleich nehmen, nachdem wir uns hier das Auto mal vorgenommen haben. Oh, ich bitte immer noch so nach dem Rad. Wir kriegen nichts. Nur nichts. Kein Rad. Keine Tür. Kein nichts. Nur mal 10.000 Batterien. Und sämtlichen anderen Scheiß. So, komm mal her, du kleiner Köter. Ich will jetzt in meine Ausdauer hier nicht so gleich kaputt machen. Olle! Habt ihr gesehen, ey? Der war richtig fetzig da. Ich hab die Dietriche vergessen. Ich voll Knacks. Nein, 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 nein. Das ist gar nicht passiert. Das habt ihr gar nicht mitgekriegt. Die Dietriche, natürlich habe ich dran gedacht. Ihr wolltet nur den Hund mal töten. Eieiei. Nicht so gut. Ah, ich merke schon. Die Folge ist so. Dann müssen wir bei der nächsten Folge mal gucken, was wir da im schönen Ding farben, ne? Sag schnell. Schnell. Eigentlich können wir auch alle mitnehmen, ne? Das ist ja eigentlich gar nicht so das Problem, die alle mitzunehmen. So, das kommt hier erstmal rein. Du nicht. Was da in den Kisten drin ist, ne? Das sehen wir dann beim nächsten Mal. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Oder, wie manche machen, ein Kommentar für den Algorithmus. Ne? Ja, das ist sehr wichtig. Jeder Daumen nach oben, jeder Kommentar ist gut für den Algorithmus, damit dieses Video noch mehr Leuten gezeigt wird. Jeder Bierbild. Bis dann. Ciao, ciao.